Hey und willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ja, wir sind hier stehen geblieben, wie Atreus leider einen Menschen töten musste das erste Mal. Find something to pull me up. Und angefangen hat zu weinen deshalb. Okay. Man sieht jetzt schon, dass irgendwas in seinem Kopf rattert. Dass es ihn mitnimmt. Atreus, the chain. The chain, right. You are in your head, boy. Let it go. He would have killed you. I know, I had to do it. I do know that, I just... And we will go home, boy. What? To give up this easily. So close to the start. Wait, no! I'm not giving up. I can do this. I just have to, you know, catch my breath. Come on up. I'm ready. Irgendwie voll cool, wie die sich allein dafür so Zeit nehmen. Und ich weiß nicht, ich fühle mich auch in diesem Spiel kein Stück gehetzt oder so. Kann man irgendwie sich so viel Zeit lassen, wie man will. Na, mein Sohn? Das wird schon alles werden. Du wirst noch viel mehr Leute töten. Was war das? Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Da hat er recht. Weiter in Richtung des Berges. Oh Gott, was sind das schon wieder für Stimmen? Kiste. Kiste aufmachen. Oh, wieder dieser Stahl, den ich nicht aussprechen kann. Wir gehen erstmal hier runter und versuchen so viel wie möglich mitzunehmen. Vielleicht müssen wir sogar hier runter. Ach, dann sind wir hier wieder. Okay. Gesichter der Magie. Wir fanden diese unheimliche Maske im gefährlichen Teil der Flusslande. Wir sollten nach mehr Ausschau halten. Jemand könnte gutes Hacksilber dafür zahlen. Ja, okay. Hacksilber ist anscheinend echt einfach die Währung. Ich bin mir irgendwie fast schon sicher, dass ich was übersehen habe. Wahrscheinlich. Aber egal. Ich komme jetzt nicht mehr so zurück. Das würde zu lange dauern. Was? Oh! Ein Rabe! Hat er drei Augen? Ich glaube, der hat drei Augen. Oh, was ist das denn? Oh. Can't get this slow-eyed cocklump to cross the bridge. It's because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. Die Axt in die Bäume werfen. Okay. Trust me just this once. Please. Hier, oder wie? You were right. Say, you must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! She have a name? I don't know.
Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever ask hers. What's yours? Brock. Brock. Bitter Logan. Richtig männlicher Name. Say, you're not gonna believe me, but that axe you got, it was me what made her. Me and my brother was one of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No, digger beat ya, Doomber. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Look, you want I should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Der wird wahrscheinlich unsere Axt dann weiter verbessern können die ganze Zeit. Oh, my dumb brothers got it. But I got all the talent. Look! Now you're talking. Waffe verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken Sie... Okay. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Ja, Waffen verbessern. Leviathan-Axt, genau. Kratos-Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Die hat auch, dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Okay. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie. Okay. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Okay. Runenangriff Abklingzeit können durch Verbesserung der Abklingzeit reduziert werden. Ja, natürlich ist das klar. Okay, alles klar. Okay. Verbesserung von Leviathanax erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Waffenfässern, Stufe 2. Okay. Klauenbogen. Ach, wir können auch den Bogen von ihm verbessern. Okay. Atreus Rüstung. Ah, wir können ihm einfach... Okay, wie cool. Wir können die Ausrüstung verbessern. erhöht die Abwehr. Könnte das auch anschauen? Okay. Na cool, jetzt haben wir uns auch verbessert. Herrscher Waffenrock, nee, Herrscher Waffenrock wollen wir nicht. Atreus Rüstung, komm, wir geben ihm auch mal was Besseres. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen sie mehr Schaden, okay. Manchmal findet Atreus Heilungssteine, wenn Kratos verletzt ist. Ach, ich weiß nicht. Aber die Heilungssteine hören sich ja nicht so ganz gut an. That's natural armor. Let's get it. Okay, haben wir ihn auch verbessert. Ah, jetzt können wir auch die Brustrüstung verbessern, okay. Will ich das denn machen? Klauenbogen.
Ah, da haben wir jetzt nicht genug Hacksilber, um den zu verbessern. Das ist schade. Wieso werden wir jetzt auf einmal angegriffen? Ich war doch noch am Shoppen. Wow, okay. Oh, das war voll der Aimbot eben. Nice. Your paw can kill. You gonna learn to do that too? I'm not sure. This road, it leads to the mountain. Should put you in the right direction, sure. Wanna see my wares again? Das Tor zum Berg durchschreiten, okay. Ja, Brock ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Ach, man kann auch einfach mit ihm reden. What else you need? How come your brother's got half your brand? Cause I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I wasn't about to let him use it without me, and he likewise. Only thing to do was split the brand 50-50 down the middle. Guess it was the last thing we saw eye to eye on. What? Irgendwie... You want a hug? Hit the road! Sorry. Irgendwie ziemlich witzig. Ja, ich muss mal gucken, wie das hier alles aussieht. It was nice meeting you, Brock. I'll be thinking of a name for your beast. How about I name her fucking Gratitude? Hey, fucking Gratitude, come over here. Oh Mann, er ist voll gemein. Er ist mega gemein. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas, was man erkunden kann? Irgendwie Hacksilber, was ich dann verwursten kann? Oh. I didn't even see this here. Ah, noch so eine Maske. Richtig cool. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ich glaube nicht. Aber ich finde Brock irgendwie richtig sympathisch. Voll der krantige kleine Zwerg. nehmen wir mal die Axt und werfen die wieder hier drauf. Wow, super gemacht. Wo geht's hier hin? Oh, eine Kiste, das ist sehr gut. Ah, ich glaube, hier geht's dahin, wo ich vorher noch hin wollte. Ich glaube, das war's. You left me to fight alone. I did. People are one thing. Everything else you fight. Until I say stop or we are dead. Understand? Pull your weight or we go home. I understand. Sehr gut. Good then. Jetzt haben wir auch so einen kleinen Shortcut freigeschalten. Sind wir wieder hier? We're back here again. Yeah. Du sagst es, Atreus. Du sagst es. Dann kletter mal wieder mit mir. Voll der Affe. Aber ich finde das cool, wie die Welt so zusammenhängt. Und überhaupt, wie das alles aussieht mit dem Schnee. Es ist richtig toll. Wieso konnte ich nicht laufen? So, hier hoch. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen. Dann machen wir wieder den guten alten Trick mit dem Einfrieren. Hey, what's your hinds in there? That place can bust you up real good. Ja, weiter in Richtung des Berges, okay. Boah, hier sind überall Totenschädel und Skelette. I think we can go through here. Und wie willst du da bitte durch? Aua. What's through here? Aber wie? This way. Okay. Muss ich da jetzt öfter gegenschlagen?
ja auch irgendwie cool gemacht. Oh mein Gott, das sieht richtig viel nach Rätselzeug aus. Okay, hier kann man auch irgendwie hin. Gibt wahrscheinlich echt viele Rätselsachen. War ja auch in den anderen God of War Teilen nicht anders, dass überall Rätsel versteckt waren. Wir werfen uns mal dagegen. Ach so, und dann können wir da drüber gehen. Alles klar, scheint irgendwie logisch. Aber ich will dahin, wie kommt man dahin? Ich nehme nochmal die Axt kurz. Ah, so, okay, alles klar. Ja, ist egal, dann machen wir es einfach gleich nochmal. Noch mehr Stahl. No. So, jetzt können wir wieder rüber. Wait there. So, das Ding geht jetzt wieder runter. Ja, wir können es ja wahrscheinlich von der anderen Seite auch machen, sonst ist Atreus jetzt gepickt. Ich muss mich erstmal hier um die da kümmern. Oh, okay, okay. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es bei mir auch wieder runtergeht. Das ist mies, aber irgendwie voll cool. Ich habe gedacht, es geht nur an der einen Seite runter. Egal. Achso, ich muss X drücken. Ja gut, habe ich übersehen. Ich habe gedacht, es startet automatisch. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Okay, dann machen wir das nochmal. Aber irgendwie voll cool. Dass es nicht so easy ist. Obwohl wir schon, glaube ich, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen. Wait there. Ich versuche jetzt mal ohne Axt zu kämpfen, damit das nicht runtergeht. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Echt jetzt? Schieß ihn weiter ab, Atreus, los. Ey, dieser Typ will mich doch verarschen. So, du lernst jetzt fliegen. Das war's, oder? Sehr gut. Ah, ne, das ist noch einer. Dich betäuben wir erstmal und bleiben dich jetzt. Okay. Was mache ich da? Ich kann ihn schleudern. Okay. Das war ziemlich cool, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst, hier weiter zu spielen und meine Axt wiederzuholen. Oh, hier gibt's auch wieder Runen. Das eine. Da oben ist, glaube ich, auch noch was. Zurück.
jeden Fall richtig, richtig cool. Ach, ich hab so Angst weiterzumachen. Ach, man kann hier auch einfach weitermachen. Ja, okay, dann ist es. Ja, eigentlich okay. Now, boy. Fuck, ich hab gefehlt, Ich will nicht sterben. Eine Rune haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Wir brauchen nur noch zwei. Wo ist Atreus? Ah, nee, ich kann ihn auch einfach hoch, okay. Noch eine Maske? Ja, noch eine Maske. Was ist, wenn ich das jetzt einfach runter gehen lasse? Sehen wir dann vielleicht noch eine Rune? Vielleicht können wir da dann auch sogar drauf laufen. Ja, wir können drauf. Trust, I will not let us die. Okay. Ah, hier ist diese Truhe, die ich vorhin gesehen habe. Und hier können wir dann, glaube ich, einfach wieder runter. Aber ich würde eigentlich voll gern nochmal die anderen Runen sehen. Da ist auf jeden Fall eine. Aber wie komme ich da hin? Ah, okay. Ein bisschen höher. Es fehlt nur noch eine. Muss ich mich vielleicht ganz hoch machen? Da! Nice. Jetzt können wir, glaube ich, auch schon unsere maximale HP dann verbessern. Los, mach hin. Wenn da wieder ein Apfel drin ist. Ah, oh, nee, diesmal nicht. Horn mit Blutmet. Legendär, sie haben einen der drei Hörner mit Blutmet gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benutzen können. Okay. Blutmet ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9 Hörner in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Rage erhöht. Okay, schade. Ich habe gedacht, wir können jetzt schon unsere maximale HP irgendwie verbessern, aber ja, nee, das war nicht. Oh, kommt wieder schöne Aussicht. Wow. Never been this close to the mountain before. Looks so big. Wish Mom was here to see it. Come, boy. Ach, Mann, trau dich doch mal. Und gib deinem Jungen ein bisschen Zuwendung, Kratos, bitte. Du wirst es noch bereuen, wenn du es nicht machst. Ah, more of those. Good. Alter, überall sind diese Masken. Ich dachte, man findet die irgendwie seltener. Hey, look oh, at was that. Ist das hier? What oh, sieht it? Das cool aus. Boy. Look, there are runes written along the side. Was ist das? What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Maybe there's a clue around here.
Oh Gott, ein Rätsel. Ein Rätsel, ein Rätsel. Hacksilber. Seems like maybe those rings should be turning. Ja, das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. Oh, man kann hier drehen. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir einfach mal. Kommen die auch runter? Ja. Ja, und jetzt? Ah, okay. Oh, bet you could freeze those gears if you wanted to. Aber wenn ich loslasse. Okay. Das kann, glaube ich, bei mir ein bisschen lange dauern. I think that part's right. Oh ja, der stimmt schon mal. Fehlt nur noch der untere eigentlich. Okay, so schwer ist es dann doch nicht. Kommt bestimmt noch schwereres. War das schon richtig? Oder nee, wahrscheinlich so. I see runes. Oh, I see runes. Boy, what do those runes say? Oh, it says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Oh, wie cool. Something happened. Oh my god. It worked. Boah, richtig, richtig cool. Bin voll geflasht. I'm happy we met Brock, but I'm happier we're leaving this place. It is behind us now. Oh, was ist das hier? Ist einfach nur Schrift, oder? Okay, was immer hier abging, ist das irgendwie crazy scheiße. Was ist das? Eine Maske? One more for the collection. Yay, ist das sogar echt eine Maske. Weiter. Oh, ich versuche die ganze Zeit irgendwas zu entdecken. Ich will wirklich nichts verpassen, so wenig wie möglich. Hier? Oh, ich höre doch irgendwas. Irgendwelche Tiere oder so. Na, Junge, lass mich durch. Oh, das sieht nach Cutscene aus. Boy. These tracks. A boar maybe? Not sure. But I'll find it. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Okay, wir müssen also wieder jagen mit unserem Söhnchen. Oh nein. Nicht schon wieder ein Troll. Here we go. Okay, das macht ihm irgendwie kaum was. So, weiter drauf. Einfach drauf. Ich finde schade, dass man bei dem nicht durch die Beine gehen kann. Das war eigentlich so ein Signature-Move gegen so große Gegner. Was? Feuer? Oh mein Gott. Ist das Feuer? Wegen diesem Typen wahrscheinlich. Sorry, dass ich ein bisschen ruhiger bin, aber ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Wir sind denn davon da?
So. Jetzt können wir uns wieder um den Fetzer kümmern. Was macht er da? Wieso bleibt er nur stehen? Schieß ihn ab, Atreus, schieß ihn ab! Mist. Oh ja, wir können ihn finishen. Boah, ich liebe diesen Finisher. Boah. Richtig cool. So kennen wir Kratos. Oh Mist. Kack. Was für ein Kampf. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Was haben wir gefunden? Ivaldes Amboss. Schwerer Runenangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Oh, cool. Okay. Ich würde sagen, den rüsten wir noch schnell aus im Menü. Hier, das ist übrigens das Menü. So, haben wir jetzt equipped. Wie sieht das aus? Boah, voll cool. Nach dem ersten Schlag. Okay, versuchen wir es mal. Okay, mit der Axt natürlich ausgerüstet. Irgendwie krieg ich es nicht hin. Was stand da? Ach nein, ich habe falsch geguckt. Genau so. Das ist richtig, richtig cool. Ja. Oh, da ist noch eine Kiste. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir haben heute ziemlich, ziemlich viel erledigt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.